Das mache ich jetzt auch. Und bin drüber. Bin drüber. Drüber. Jetzt hier eine kurze Challenge, über den Stein hier drüber zu ballern. Oh, oh nein, fast geschafft. Oh. Fast, fast, fast. Vielleicht der falsche Gang drin. Jetzt schauen wir mal, was der Michel hier treibt an dem Stein. Oh! Das war ein Aussetzer. Aber das geht auch hier sauknapp, hey. Ja. Wenn du ein bisschen eintauchst. Ja, ja, laber nicht. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Boah, boah, boah. Ja, davor zu wenig Explosion in der Anfahrt. Hier und natürlich auch ziemlich glatt. 2, 3 mit Ruhe. Oh! Okay, scheiße. Das hat auch nicht funktioniert. Da ist es, da ist es. Mann, Mann, Mann hier. Maximale Konzentration. Die Linie ist klar. Scharf anfahren, rechts mitnehmen. Boah, nein, ich bin schon. Ah, aufgesetzt. Hier wieder aufgesetzt. Da gibt es schon wieder nichts mehr. Ja, der ist schon da. Knackig, knackig, knackig. Scheiße, scheiße, scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Neuer Plan, neue Anfahrt. Ah, 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 ah. Hast du es, ja. Michel? Ja, ja. Und jetzt, oh! Also hier echt alles ziemlich rutschig. Eine ordentliche Angelegenheit hier. Hier drüben ist fast schwieriger für mich gewesen, hier drüber, als hier. Hier war fast leichter, aber der haut mir ein bisschen aufs Hinterrad hier. Und der haut aufs Hinterrad und dann müsstest du wieder treten und dann hast du oben an dieser steilen Kuppe hier das Problem, dass die wieder aufsetzt. Eieiei. Also vielleicht doch eine kleine S-Kurve. Oh, ich kack ab, ich kack ab. Also du wirst immer schlechter. Ich werde immer schlechter und mal zu mal läuft das Ding weniger hier. Jetzt muss ich den alten Opa hier schon das Fahrrad runterfahren. Eieiei. Ja. Ja. Der war aber schon knapp. Der war knapp. Ich habe seine Taktik durchschaut. Er will mit Gewalt will er hoch. Das mache ich jetzt auch. Und bin drüber. Bin drüber. Drüber. Ah, die Enttäuschung ist da. Aber muss ich mich kurz mal selber feiern. Hier, Michel. Michel hat's geschafft. Um den Baum. Um den Stein. Jetzt voll in die Pedale rein. Zack, zack. Oh! Das war's, ganz einfach, Kindergeburtstag. Also im 34. Anlauf. Was ist jetzt das Problem? Über das Teil drüber. Zieht's euch nochmal rein, hier alles gefroren. Die Rückseite von dem Stein. Schön geformt. Hier unsere Spuren. Und hier die Auffahrt. Ja, die ist schon tricky und vor allen Dingen glatt. Ich rutsche hier mal runter. Also aktuell schwierig. Die Auffahrt hier. Hier nach oben, über diese Kante einmal drüber, nach oben hoppen und dann fehlt einem meistens nochmal der Druck. Aber eben hat's gereicht, jetzt geht's weiter für uns. Geile ab auf die Trails. Ja, jetzt hat man den Vergleich mit Bosch Motor, Yamaha Motor. Toffer schiebt's natürlich jetzt drauf, dass ich
untenrum mehr Drehmoment haben mit Yamaha. Absolut. Nur deswegen habe ich es geschafft. Nur deswegen. Aber also ich sag mal so, das war schon reines Fahrkönnen. Laber nicht, laber. Freilich! Und schon ist der ganze Tau weg. Okay, okay. Oh, und da ist er wieder, der Tau. Oh. Okay. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das war der 29er im Kopf. Ich habe mir jetzt gedacht, mit meinen 27,5, ich komme nicht drüber. Oh. Was ist denn los? Next step, next turn. Langsam, oh ja, du rutschst über beide Reifen hier rüber. Weil der Boden drunter ist leicht angefroren. Geile Drift-Action. Das war's mit dem Trail. Geil. Herr Michel mit seinem Yamaha nur noch auf 10%. Wir haben ja keine prozentuale Anzeige, sondern nur Balken, haben noch 2 von 5 Balken. Ich gehe aber davon aus, dass jeden Moment der vorletzte Balken, der zweite Balken auch weggeht und wir dann sozusagen nur mit einem Balken bis zum Auto kommen müssen. Wird knackig und haarig. Ich bin gespannt, aber bei der Tour bisher lief, finde ich, alles rund. Würde also perfekt dazu passen. Aber wir haben noch mal einen Trail kurzen dazwischen und von dem melden wir uns gleich wieder. So, ich bleib mal lieber im Eco-Modus. Jetzt geht's zwar bergab, Gott sei Dank, brauche ich nicht. Endlich mal wieder ein bisschen Speed. Boah, ein kleiner Hüpfer. Boah, super steil Anlieger. Ja, da hat man schon wieder ein bisschen mehr Grip als wie weiter oben. Aber immer wieder unterschiedlich. Ne? Da wo. Oh. Da wo die Sonne nicht gleich hinkommt, ist es wieder gefroren. Boah, leck, ey. Eieiei. Boah, das ist der Untergrund komplett anders. Es fühlt sich an, als wäre alles platt. Ich habe einen Plan. Oh ja. Stopp! Stopp! Nächster Fail, Platz vorne. Schaut euch die Aussicht an, ein absoluter Traum. Hier oben wundervolle Sonne, hier vor uns der Hausberg und hinter uns der Michel mit einem Plattfuß. Oh Mann, kann man nicht sein. Heute natürlich Freitag, der 13. Fast Samstag, der keine Ahnung wie vielte, aber Michel hat hier echt die Scheiße am Bein. Jetzt schauen wir Michel mal zu, wie er hier das Teil wieder flickt. Und also, mein Pro-Tipp zu dieser Sache, Gott sei Dank mit Tubeless unterwegs, ich gebe jetzt dem Ding einfach ein paar Pumper und hoffe, dass natürlich die Sache wieder erledigt ist und ich gleich weiterfahren kann. Ein paar sogenannte Pumper bekommt jetzt das Teil. So, wir sind gespannt, sehen uns gleich wieder. Hinten prall, vorne prall. Jetzt rollen wir weiter rein in die Suppe. Michel ist fertig mit seinem
mit seinen Platten hat gereicht, ein bisschen Luft drauf zu pumpen, das Ventil nochmal festzuziehen, ein paar Umdrehungen zu machen mit der Milch und jetzt geht das Ding wieder astrein. Heißt, jetzt schauen wir, dass wir Richtung Auto kommen, um dann dort kurz was zu schnabulieren und den Akku zu wechseln. Und dann geht es nochmal weiter auf den nächsten Trail. Am Auto angekommen, werden jetzt Akkus getauscht. Michel, wie viel Prozent hast du noch? Ja, ich bin sparsam unterwegs gewesen, auf Eco Plus 8%. 8%, also eigentlich müssten wir deinen gar nicht mehr tauschen, oder? Tja, also ich bin jetzt warm gefahren, ja. Von mir aus können wir weitermachen. Meiner ist, gibt ja keine prozentuale Anzeige, aber ich hatte nur noch einen Balken mit 2 Kilometer Restreichweite, von daher absolut richtig, jetzt die Akkus zu wechseln und was zu essen. Wir sehen uns gleich wieder auf dem Rad. Neu geladen, neue Power, neuer Akku, neue Lust und neue Kraft. Michel, jetzt geht's wieder ab. 96%. 96%, 5 von 5 Balken. Bedeutet, ab nach oben. Wir sehen schon, hier lichtet sich langsam schon wieder der Nebel. Wir fahren der Sonne entgegen und werden immer den einen oder anderen Trail unter die Reifen nehmen. Juhu! Juhu! Da fliegen wir mit den EMTBs nach oben, sind jetzt aus dem Nebel, aus den Wolken schon raus. Die ersten Sonnenstrahlen küssen unsere Helme. Oh, wie geil sieht denn das aus? Dieses Schloss? Boah. Geil. Das schaut echt geil aus. Boah. Brutal. Hammer. Mega. Episch. Galaktisch. Unglaublich. Absolut genialistisch. Abenteuerlich. Megalistisch. Oh Mann. Traumhaft hier über den Wolken. Richtig, richtig cooler Blick. Der Michel absolut geflasht. Brutal. Brutal. Hier die Bikes am Start, wie bereits am Anfang erwähnt, der Michel mit dem Yamaha PWX All Mountain und ich mit dem Bosch Performance CX All Mountain. Also genau die richtigen Bikes für die Einsatzzwecke hier. Und jetzt schauen wir mal, dass wir irgendwie hier runterkommen und uns dann einen oder anderen Trail aussuchen. So, der Michel fährt hier mal vor. Blind in den Trail. Hoho! Fährt er da die Steine aus dem Boden raus? Ist der Typ denn wahnsinnig? Was ist da los, mein E-Bike? Hörst du mein E-Bike? Oh nein, es schreit! Oh! Nixi weg, was ist da mit dem Teil los? Alarm, Alarm! Geiler Run! Da heulen sogar schon die Sirenen. Die heulen schon Beifall. Hey Leute, das war's. Wir jetzt mit den tollen Bademützen hier am Start und am Ende der Tour. Die heutige Tour war auf jeden Fall sehr, sehr lang, sehr, sehr, sehr viele Trails, aber geil. Michel? Spitzenmäßig 42 Kilometer auf feinsten Trails unterwegs gewesen. Mega geil. Alles durchlebt, kalt, warm, rutschig, glatt, griffig, alles, was man das Herz begehrt. Alle Jahreszeiten sozusagen am Start gehabt. Leute, cool, dass ihr mit am Start gewesen seid. Lasst ein Abo da, wenn es noch nicht geschehen ist, ein Like, ein Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, der Toffer. Ciao, der Michel. Servus. Ha, ha, ha.